Ich möchte dir heute zeigen, wie ChatGPT deine Arbeitsprozesse vereinfachen kann, wie du das Ganze verwendest und was es ist. Also lass uns keine Zeit verlieren und direkt loslegen. ChatGPT ist ein NLP-Modell, Natural Language Processing Model, das wurde von OpenAI entwickelt und ist dazu da, menschenähnliche Konversationen zu führen. Das heißt, du kannst eine Frage reingeben, bekommst eine Antwort und kannst dann auch wieder zurück eine Frage stellen, das sich auf die vorherigen Fragen Antworten bezieht, und ChatGPT wird es dann verstehen und dir eine Antwort dazu geben. Also lass uns direkt anfangen. Dazu gehst du einmal auf google.de und gibst ein ChatGPT. Dann werden wir hier diese erste Seite von OpenAI finden. Da klicken wir drauf. Dann klicken wir auf Try ChatGPT. Dort müssen wir uns einen neuen Account erstellen. Anschließend müssen wir auch die E-Mail-Adresse verifizieren. Das werde ich im Hintergrund jetzt machen. Leider dauert es manchmal einen Moment, bis die E-Mail ankommt. Sollte aber in unserem Fall nun kein Problem sein. Nun sind wir eingeloggt. Das Ganze ist ein Research Preview, das heißt, das Ganze ist aktuell kostenlos. ChatGPT bzw. OpenAI möchte schauen, wie Benutzer oder Menschen mit diesem ganzen Chat-System interagieren. Das Ganze wird für eine gewisse Zeit noch online bleiben und später als API oder Schnittstelle von von OpenAI bereitgestellt werden. Im Moment können wir es kostenlos nutzen, auch in einem großen Umfang. Es entstehen keine weiteren Kosten, und wenn das dann nicht mehr kostenfrei zur Verfügung steht, dann wird es aber andere Plattformen geben, wo man die ganze ChatGPT verwenden kann. Ich vermute aber auch mal, dass die dort ein Modell dann bereitstellen werden, wo die Leute dann verwenden können. Hier sind ein noch ein paar Informationen. Es gibt einen Discord-Server, da könnt ihr beitreten. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier links sind vergangene Konversationen, die ihr geführt habt. Hier unten kann man die löschen. Hier Dark Mode, Light Mode. Hier gibt es noch Updates und FAQ und einen Discord-Server. Und hier im Prinzip ist das Ganze wie ein Chat aufgebaut. Und dort könnt ihr jetzt Fragen reinstellen oder generell Dinge, die euch interessieren. Das Interessante ist, dass ChatGPT viele Sprachen unterstützt. Das heißt, wir können hier auch direkt mit Deutsch loslegen. Und ich fange jetzt mal ganz blöd an mit Hallo. Und jetzt sieht man hier, okay, er erkennt nicht, dass es Deutsch ist. Aber ich kann zum Beispiel sowas fragen wie, schreibe mir eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Und dann sieht man, dass die ChatGPT auf Deutsch antwortet und dann direkt anfängt, mir auf meine Frage zu antworten. Oder es ist keine Frage in dem Sinne, aber ich soll mir eine Idee schreiben. Eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk für deine Mutter könnte sein, ihr eine schöne Pflanze, Blumenstrauß zu schenken. Genau, und jetzt sieht man, dass die ChatGPT hier drauf antwortet, und ich kann zum Beispiel viele weitere Sachen fragen. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich möchte zum Beispiel einen langen Text zusammengefasst haben. Das heißt, ich gehe hier mal auf Google und gebe ein Zeit.de und habe jetzt hier zum Beispiel, das muss man abonnieren. Dann wähle ich mal eine andere Seite. Gehe ich hier zum Beispiel drauf, und ChatGPT kann mir jetzt auch eine Zusammenfassung von längeren Texten schreiben. Und jetzt kann ich diesen Abschnitt hier zum Beispiel kopieren und kann sagen, schreibe mir eine Zusammenfassung in 400 Wörtern von folgendem Text.
Und nun sieht man, dass ChatGPT diesen Text analysiert hat und versteht und eine Zusammenfassung davon schreibt. Ob das Ganze nun richtig ist oder so ist, wie man das haben möchte, ist die andere Frage. Das ist aktuell noch das größte Problem, dass man nicht validieren kann, ob die Informationen, die ChatGPT hier ausgibt, auch stimmen. OpenAI bzw. das Team von ChatGPT arbeitet aktuell schon an Lösungen dafür, aber im Moment kann man sich auf diese Antworten nicht verlassen. Zum Beispiel erkläre mir die Winkelfunktion. Da kann es jetzt passieren, dass die ChatGPT eine Antwort gibt, die so nicht stimmt. Und da muss man sehr aufpassen, wenn man Texte generiert oder generell Content generiert, der auch für das Internet verwendet wird, dass man dort halt keinen Falsch-Content verbreitet. Ich habe dazu auch ein kurzes Beispiel. Stack Overflow ist eine Webseite, wo Programmierer anderen Programmierer helfen können. Und ich finde jetzt hier leider nicht den Beitrag. Hier. Und hier sieht man, dass aktuell Stack Overflow es verbietet, Inhalt von der ChatGPT auf Stack Overflow zu posten. Eben aus dem Grund, weil man nicht validieren kann, dass die Aussage von ChatGPT so stimmt. Gern könnt ihr euch das auch mal durchlesen, ist sehr interessant. Und solltet ihr noch weitere Fragen haben oder Videoideen rund um das Thema ChatGPT, dann lasst es mich gerne wissen und vielen Dank, bis zum nächsten Video.